Ich habe mich bereit erklärt, euch ein bisschen vollzuschreiben, weil sonst keiner wollte. Deswegen wird es auch wirklich nur eine Viertelstunde, weil es sehr spontan war. Ich wollte über Immutable Data reden, beziehungsweise eigentlich versionierte Daten. Und zwar inspiriert durch Kungi, der nicht nur uns allen kurz vor Weihnachten, sondern mir schon vor längerer Zeit von Datomic erzählt hat, einer nicht-relationalen Datenbank, die ganz cool ihre Daten auf einem Zeitstrahl speichert. Und das fand ich extrem cool, aber Datomic kam für mich nicht in Frage, aus technischen Gründen, aus lizenzrechtlichen Gründen. Deswegen habe ich mir überlegt, wie ich das anders haben kann. Also was die Idee ist, ist, dass Daten, die einmal in der Datenbank landen, mit gewissen Ausnahmen unter Umständen nie wieder verschwinden. Das heißt, wenn sich an den Daten was ändert, bleibt die alte Version der Daten trotzdem da. Und wenn die Daten gelöscht werden aus dem aktuellen Zustand, dann bleibt trotzdem die Information da, dass es die mal gegeben hat, wann die gelöscht wurden und wie sie damals aussahen. Das will man aus verschiedenen Gründen vielleicht haben. Der erste Grund ist Nachvollziehbarkeit meiner Software. Ich kann sagen, wenn da ein Bug in meiner Software ist und jemand sagt, hier, die Software hat da vorgestern was falsch gemacht, dann kann ich in den Daten zu vorgestern zurückgehen, kann mir exakt raussuchen, welche Daten hatte die Software zur Verfügung, kann daraus dann exakt rausfinden, warum hat sich die Software so entschieden, wie sie es entschieden hat, und den Bug finden und kann halt jederzeit nachvollziehen, was da wie passiert ist und warum. Ein anderer Punkt ist Datenkonsistenz. Wenn ich zum Beispiel einen Online-Shop habe und jemand kauft bei mir ein und dann wird eine Rechnung generiert, und dann steht ein Preis drauf und der Preis gehört irgendwie zu einem Produkt. Und am Tag, nachdem er das gekauft hat, ändert sich der Preis von dem Produkt. Dann ruft er bei mir an, ich habe die Rechnung verloren, können Sie mir die nochmal ausdrucken? Dann rufe ich die nochmal aus und dann steht da der andere Preis, als den der bezahlt hat. Das ist dann doof. Also ich will halt dann den Preis von dem Produkt zu dem Zeitpunkt, zu dem die Rechnung erstellt wird. Also ich will dann den Preis von dem Produkt über die Zeit speichern. Und das ist natürlich ganz cool, in manchen Fällen will ich einfach in meiner Software einfach so einen Zeitreise-Button einbauen kann hier. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Blog-System habe, dass man sich irgendwie die alten Versionen des Artikels angucken kann, falls man irgendwie einen Fehler gemacht hat. Also es gibt irgendwie verschiedene Gründe, warum man das tatsächlich öfter haben will, als nicht haben will, wie ich glaube. Und sich deswegen überlegen muss, wie man das macht. Und verschiedene Möglichkeiten, man kann das wie der Tommy direkt in der Datenbank haben, man kann das auch komplett in der Applikation machen. Und wir schauen uns einfach so zwei Möglichkeiten. Ich hatte, als ich mir vor einem halben Jahr dafür Gedanken drüber gemacht habe, noch eine dritte Möglichkeit, die ist mir jetzt nicht mehr eingefallen spontan. Schauen wir uns einfach ein paar Möglichkeiten an. Und dazu brauchen wir die Testdaten. Unsere Testdaten sind wie eine Tabelle, die ist irgendwie Books. Und da gibt es irgendwie eine Spalte ID mit einem Primärschlüssel, über den wir die Spalten irgendwie eindeutig bestimmen können. Eine Spalte Title, Titel des Buches und eine Spalte Author. Ne, und irgendwie ein Testdatensatz, irgendwie Harry Potter wurde von J.K. Rowling geschrieben. So, das brauchen wir jetzt erstmal gar nicht, dass die Reihenfolge in den Folien ein bisschen durcheinander. Erstmal wollte ich nämlich noch kurz drüber reden, wie das andere Datenbanken so machen. Also Datomic hatte ich ja schon gesagt, Datomic ist keine relationale Datenbank, das heißt, man hat keine Tabellen mit Zeilen und Spalten und Relationen zwischen den Tabellen, sondern man hat Datums und Transactions, was irgendwie so ein bisschen so ein exotisches Konzept ist, aber wohl ganz cool. Und dazu guckt ihr euch einfach Kungis Codische Viertelstunde an, die wahrscheinlich sehr bald auf YouTube auch dann ist. Der hat das recht schön erklärt. Das ist cool, aber wir wollen dann irgendwie doch eine relationale Datenbank verwenden, weil das irgendwie von unserer Applikation oder irgendwie von den äußeren Einflüssen so vorgeschrieben wird. Und Datomic kostet irgendwie Geld und ist doof. Okay, relationale Datenbank. Oracle DB hat sowas. Oracle kann man irgendwie sagen, select Stern from Foo, also in unserem Fall from Books, as of timestamp 2014.03.29. Also ich kann sagen, führe dieses Query aus, als hätte ich es zu diesem Zeitpunkt ausgeführt. Das ist sehr cool, aber das speichert die Vergangenheit nur endlich viele Schritte zurück. So per Default speichert das, glaube ich, für die komplette Tabelle nur die letzten 1000 Änderungen. Das ist also nicht als für das gedacht, für das ich es haben will, dass ich beliebig in der Zeit zurückgehen kann und irgendwas nachvollziehen kann, sondern es ist mehr so als so ein Undo gedacht, dass man irgendwie Fehler rückgängig machen kann, so innerhalb eines Tages oder so. Außerdem ist Oracle halt irgendwie komische kommerzielle Software, die wir nicht verwenden wollen. Wir wollen irgendwie MySQL, PostgreSQL oder SQLite oder sowas und ja, nee, gibt's halt nicht. Also es gab es ganz früher mal in PostgreSQL und das haben sie dann wieder rausgeschmissen, weil der Overhead das an der Stelle, wo die es gemacht haben, zu machen, halt zu groß ist. Und dann haben sie es halt gelassen. 10 Jahre ist das schon draußen oder so.
Also Methode Nummer 1 ist eine ganz, ganz simple Methode. Wir machen zusätzlich zu unserer Tabelle Books, legen wir eine zweite Tabelle an, Books History. Und die hat irgendwie hier, der rechte Teil der Tabelle ist genau unsere Tabelle da oben mit einem Book-ID, so ein Book-ID, Title und Author. Und dann haben wir aber noch drei Spalten mehr, nämlich irgendwie hier für diesen Logbucheintrag eine ID, wann es passiert ist und was passiert ist, hier Insert oder Update. Und dann können wir hier sehen, um 19 Uhr habe ich versehentlich Harry Potter mit Autor Tolkien eingetragen. Um 20 Uhr ist es mir aufgefallen, habe ich es geändert auf Rolling. Das heißt, wir haben hier erst unseren Insert und dann unser Update und können halt hier dann sehen, was sich geändert hat. Das ist ganz cool. Das habe ich auch schon in der Praxis so gemacht, im bestehenden System, weil die Vorteile sind ganz klar, das ist komplett transparent. Unsere Applikation muss nicht wissen, dass es diese zweite Tabelle gibt. Ich muss an meinem Programmcode, der mit der Datenbank spricht, überhaupt nichts ändern, nur weil es diese zweite Tabelle gibt. Und das ist super, wenn man ein bestehendes System hat und da ist ein Bug, der komische Dinge macht, und dann knallt man einfach so eine zweite Tabelle dahin und kann beobachten, was da passiert. Außerdem hat es überhaupt keine Performance-Relevanz, wenn ich irgendwie aus meiner Datenbank lese, weil die sind ja in einer anderen Tabelle, ja? Beide komplett transparent, du musst aber schon einen Zwischenlayer einziehen, weil du ja... Ich musste dafür sorgen, dass es das gibt, diese Writes. Also ich muss nur beim Schreiben was machen. Ja. Und das lasse ich die Datenbank machen. Ah, das okay. Kommt gleich. Mhm. Okay. Und ich habe beim Schreiben in die Datenbank eine geringe Performance-Relevanz. Gering heißt Faktor 2, ich muss nämlich immer in zwei Tabellen schreiben. Und es ist gut geeignet für Fehlersuche, weil man es einfach mal schnell machen kann. Und weil wir es auf Datenbankebene recht einfach umsetzen können, ist garantiert, dass wirklich jede Änderung an der Tabelle in dieser History landet. Nachteile sind klar, ich habe dieses Zeitreise-Feature nicht, weil meine Applikation weiß ja nichts davon, dass es diese Daten gibt, also kann ich da auch keinen Button einbauen. Es bringt mir nichts bei der Konsistenz, meine Software, die die Rechnung ausdruckt, weiß ja nichts von dieser Tabelle in History und kann mir dann nicht irgendwie die alten Daten geben. Also es ist wirklich sehr, sehr cool zur Fehlersuche, aber mehr halt auch nicht. Und die Implementierung könnte man jetzt eben in der Datenbank machen. Alle Datenbanken, die ich aufgelistet habe, unterstützen Trigger, sogar SQLite kann das. Und in MySQL sieht das irgendwie so aus. Das ist im Grunde eine Funktion, die man schreibt, die immer dann aufgerufen werden soll, wenn etwas passiert. Zum Beispiel create trigger books insert, so nenne ich die Funktion, after insert on books. Immer dann, wenn eine neue Zeile in Books eingefügt wurde, dann mach für jede solche Zeile einen Insert Query, der einen Eintrag mit den gleichen Werten und dem Datum Now und der Action Insert in unsere History-Tabelle macht. Und das passiert dann halt wirklich von in der Datenbank und unsere Software muss nichts davon wissen. Und für Update und Delete geht das ganz analog. So, das ist jetzt irgendwie ganz cool. Aber erfüllt, wie gesagt, nur eins von den drei Features, die ich gerne haben möchte. Habe ich aber auch schon benutzt. Die andere Methode ist, das in der Software zu machen und mit nur einer Tabelle auszukommen. Das heißt, wieder gleicher Datensatz. Ich speichere die irgendwie untereinander und die kriegen jetzt unterschiedliche Revisions-IDs, aber die gleiche Identity, sodass ich weiß, dass es der gleiche Datensatz ist. Aber ich füge halt niemals, ich ändere niemals eine Zeile oder lösche eine Zeile, sondern ich füge halt immer nur eine Zeile hinzu zum Löschen. Das ist jetzt hier nicht vollständig, bräuchte man hier noch ein Deleted, was dann irgendwie 1 oder 0 ist. Das habe ich hier vergessen, weil wir es auch gar nicht mehr brauchen werden. Dieses Layout ist sehr simpel, sehr einfach beim Daten einfügen, aber sehr nervig in manchen Fällen. Zum Beispiel, wenn man jetzt eben sagen will, ja, gib mir mal, also selbst wenn man hier jetzt noch einen Timestamp, wann die Änderung reinkam, hinzufügen will, wird das ziemlich kompliziert, eine Abfrage zu machen über mehrere Datenbanken, über mehrere Tabellen hinweg mit den Relationen dazwischen. Was tatsächlich besser funktioniert in der Praxis ist, wenn man, wie gehabt, die Identity und Title und Author hat und dann statt einer Revisions-ID, die man vielleicht aus technischen Gründen noch hat, ein Valid From und ein Valid To hat. Das heißt, dieser untere Datensatz, der war gültig von 19 Uhr bis 20 Uhr und ab 20 Uhr ohne Enddatum ist der andere gültig. Und wenn ich jetzt wieder was verändere, wenn ich jetzt den Titel des Buches verändere, dann füge ich einen neuen hinzu mit dem jetzigen Datum bis 0 und muss das hier ändern auf das jetzige Datum. Und das hat den Vorteil, dass ich ziemlich einfach, indem ich an alle meine Queries, die ich an die Datenbank stelle, sage, dass
der aktuelle Zeitpunkt hier irgendwie nach Valid From sein muss, kann ich sehr einfach mir nur die aktuellen Daten oder nur die Daten von einem gewissen Zeitpunkt gehen lassen. Und indem ich, wenn ich jetzt die Daten löschen will, dann muss ich einfach nur das hier auf jetzt setzen und dann gibt es halt für nach jetzt keinen gültigen Datensatz mehr für die Identity 1. Also das ist irgendwie ganz cool, damit können wir relativ alles abbilden, was wir machen wollen. Wir können sehr, sehr simpel so eine Zeitreisefunktion implementieren. Wir haben auch eine sehr geringe Performance-Relevanz beim Lesen aus der Datenbank, weil wenn wir diese Valid-From- und Valid-To-Felder von der Datenbank indizieren lassen, sodass die irgendwie das irgendwie so schön cache, dann spürt man das wahrscheinlich relativ wenig. Nachteil ist, ich muss ziemlich viel Code anpassen und die Software, die mit der Datenbank spricht, muss das wissen. Sie kann dabei natürlich auch Fehler machen. Man kann sehr wohl wieder so Trigger schreiben wie eben. Und in dem Moment, in dem die Applikation etwas anderes versucht, an der Datenbank zu ändern oder zu löschen, als diese Valid From und Valid To's, einen Fehler werfen, das kann man wieder in der Datenbank quasi enforcen, dass das keine verteilten Fehler macht. Aber die Applikation kann sich natürlich komische Daten dahin schicken. Man hat einen ganz schönen Zusatzaufwand, wenn man Relationen zwischen verschiedenen Tabellen haben will, weil man sich ja jetzt nicht mehr auf die ID einer anderen Tabelle, das wird jetzt für die Leute, die noch nie mit relationalen Datenbanken zu tun haben, vielleicht gerade etwas abstrakt, aber das ist dann, müsste dann kurz durch, weil man sich nicht mehr einen nativen Foreign Key in der Datenbank auf die andere Tabelle machen kann, weil man ja auf dieses Identity-Feld eigentlich referenzieren möchte. Und PostgreSQL kann das, so Partial Primary Keys nennt sich das irgendwie, aber es ist halt irgendwie Zusatzaufwand. Und besonders wenn man irgendwie so eine Many-to-Many-Relation haben will, wird das recht umständlich. Und die Implementierung, die ich verwende, verwendet halt eine Optimierung, in der das Lesen aus der Datenbank sehr, sehr schnell bleibt, aber das Schreiben unter Umständen sehr, sehr teuer werden kann. Genau, also das kann man eindämmen, ich bin da auch am Arbeiten, aber aktuell habe ich da einen recht hohen Performanceverlust beim Schreiben in die Datenbank, insbesondere wenn ich irgendwie Many-to-Many-Relationen habe. Implementierung, genau, also man kann das auch wieder komplett mit Datenbank-Triggern umsetzen, ist aber nicht ganz so cool, weil die Applikation muss ja eh davon wissen und dann kann man es auch gleich komplett in der Applikation machen. Und wenn man eben sich nicht vertraut mit den Triggern, das ist vielleicht gar nicht so doof, dieses regelkonforme Verhalten enforcen. Man muss sich halt überlegen, dass es halt doch den Fall gibt. Also das ist jetzt alles so irgendwie im Elfenbeinturm, wir wollen niemals unsere Daten löschen. In der Realität gibt es halt mal gesetzliche Bestimmungen oder da sind irgendwie sensible Daten drin, die raus müssen. Das heißt, man will schon noch irgendwie eine Chance haben, Sachen zu löschen. Da geht dann natürlich Konsistenz verloren, das ist ja immer so, wenn man das Datenbank löscht, aber es muss schon irgendwie gehen. Eine Frage, und, ja. Könnte ich dann nicht sozusagen trotzdem so Datenbank-Trigger einfach setzen und dann auf Datenbank-Level quasi, es gibt doch bestimmt in SQL so einen Schalter, ignoriere ich nicht. Datenbank. Ich bin kein Trigger-Expert, es gibt bestimmt Ignore-Triggers. Ja genau, ich weiß es nicht, ja, sowas in der Art, ne? Also ich muss halt auf jeden Fall in meiner Applikation alle meine lesenden Zugriff auf die Datenbank anpassen. Ich muss irgendwie immer noch so ein where valid to is 0 anfügen, dann kriege ich immer die aktuellen Daten. Also die aktuellen Daten zu kriegen ist sehr einfach. Das ist jetzt naiv in der Annahme, dass es keine Daten gibt, die erst in der Zukunft gültig werden, aber das hat man normalerweise ja nicht. Und ich kann aber auch recht einfach Queries stellen, die eben zu einem anderen Zeitpunkt abfragen. So. Also wenn du jetzt irgendwie tatsächlich wirklich was löschen kannst, kannst du ja trotzdem noch die Konsistenz annehmen, nur halt Dummy-Werte einfügst und halt so einen Status machst wie HTTP 451 an der Welt. Genau, und ich kann einfach irgendwie die Felder alle auf 0 Byte setzen oder sonst was. Ja, genau. Wer mich kennt, was mit so einem Delete, also wenn du tatsächlich nicht mit Valid From und Valid To machst, sondern dieses Delete-Flag hast, dass du das halt ternär machst und halt ein drittes einfügst für ich musste das löschen und der Rest ist halt dumm. Ja, genau. Also irgendwie sowas. Wer mich kennt, weiß, dass ich, wann immer ich kann, die Dinge irgendwie mit Django mache, weil ich mit Django sehr, sehr gut klarkomme. Und ich habe mich vor einem halben Jahr, müsste es gewesen sein, ein bisschen weniger, habe ich mich dann hingesetzt und habe versucht, Support für eben solche Strukturen
so nativ in Django's Datenbank-Layer einzubauen, dass man das quasi kaum noch spürt, wenn man seine Applikation schreibt, außer man möchte es spüren. Dann habe ich da irgendwie 3 Tage recht viel dran gearbeitet. Dann ist mir eingefallen, ein bisschen rumzugucken, habe gesehen, oh, das hat schon jemand genauso gemacht, wie ich das eigentlich gerade machen will. Ja, dann mache ich doch einfach damit weiter. Habe dann mein Zeug, das ein bisschen anders war, aber im Grunde schon ziemlich das gleiche wie hier von der Swisscom Cleaner Version, übernommen und contributed da jetzt, habe jetzt irgendwie gerade zum dritten Mal da irgendwie Dinge dran geändert, während ich das aktiv in meine Projekte integriere. Und das ist halt ganz cool, also ich weiß nicht, ich habe ja hier schon mal eine kurze chaotische 5 Stunden gehalten, in der ich ein bisschen über Django erzählt habe. Wenn man irgendwie eine Datenbankabstraktion will, definiert eine Python-Klasse, die quasi unsere Tabelle darstellt, Book, mit 2 Feldern, das ID-Feld gibt es automatisch, und die Title und Author. Alles nicht neu, das ist ein ganz normales Django-Model, bis auf, dass wir hier statt Model Versionable stehen haben, was eben aus diesem Paket kommt. Und wenn wir dann eine Anfrage in die Datenbank stellen, normalerweise sagen wir Django book.objects.all, jetzt sagen wir book.objects.current.all oder book.objects.asof und dann ein datum.all, und das integriert sich halt sehr schön und macht die Dinge halt richtig. Und hat auch irgendwie, wie gesagt, das ist ein bisschen komplizierter jetzt, wenn man irgendwie Referenzen zwischen den Datenbanken haben will, und auch das nimmt dann diese Library halt ab. Also man sagt dann hier halt nicht mehr Foreign Key, sondern Version Foreign Key, und dann funktioniert es halt einfach so, wie man es haben will. Ja, das war es dann auch schon. War eine ziemlich genaue 1/4 Stunde. Hier sind noch ein paar Links zu Wikipedia und so, wenn ich das dann nachher die Folien online stelle. Und ansonsten habt ihr vielleicht Fragen. Ja. Also ich habe gerade kurz nachgeschaut, es gibt in Postgres zumindest einen Disable-Trigger, Alter-Table-Disable-Trigger. Okay. Das heißt, man kann für eine Tabelle entweder alle oder bestimmte ja, Trigger. Ja, für eine Tabelle. Aber ich will das ja für eine Transaktion. Ich will ja nicht, dass mir irgendwas schief ja, geht. Ja, man muss die innerhalb der Transaktion ausmachen. Okay. Also man muss tatsächlich den Trigger ausmachen oder anmachen. Also okay. Anders habe ich zumindest nicht auf die Schnelle gefunden. Ja gut, aber Transaktionen sind atomar, also das geht schon. Ja, also ich glaube, es geht auch nicht anders. Ja. Ja. Einfach alle Datenbank-Queries soll SQL dann rausschreiben mit Timestamp und dann alles replayen, ist vermutlich aus Performance-Gründen nicht so wild. Das tue ich auch in einem Projekt, weil halt zur Fehlersuche kombiniert, weil ich dann halt nicht nur wissen will, wann ist die Änderung passiert, sondern welche Zeile Code sie verursacht. Das ist ganz nett, du kannst damit irgendwie replayen, wenn du irgendwie auf ein Backup zurückgehst und dann wieder replayen willst, aber du kannst halt nicht wirklich deine Applikation in der Vergangenheit suchen lassen. Und du kannst halt nie. Es wird halt super unperformant, aber. Ja, stimmt auch wieder. Es wird super unperformant. Du musst halt, wenn du dann sagen willst, ich will jetzt hier in meiner Rechnung gucken, wie viel das Produkt damals gekostet hat, dann musst du halt irgendwie deine komplette Tabelle erstmal kopieren und dann irgendwie zurückgehen, die Datenbank-Queries irgendwie reversen, und das ist halt wirklich super unperformant. Oder du musst wirklich sie nochmal komplett neu einspielen bis zu dem Punkt. Das kannst du halt vergessen. Ja, da bräuchst du dann irgendwie sowas, wie Redis das macht. Das hat ja diesen Append-Only-Fall. Das folgt denen halt mal auf, dass das die minimale Repräsentation ist, die du replayen musst, um die Datenbank wieder zu kriegen. Das wäre dann so eine Performance-Optimierung im genau. Fall. Aber das willst du halt nicht bauen, nur für so ein Feature. Ja, eben. Da gibt es schon voll. Also glaube ich mal, das ist das, was der Tomic macht. So ein bisschen. Okay. Ich überlege gerade, wenn man jetzt nur einen Query quasi in der Vergangenheit haben will, dann müsste es ja fast reichen, ich dann Query zum Beispiel mit in dieser Zeitspanne. Das müsste ja eigentlich also zumindest Postgres müsste das glaube ich kennen, dass es in bestimmten Timestamps, also sage ich mal größer als der Timestamp, kleiner als der Timestamp. Ich verstehe das nicht ganz, worauf du hinaus willst. Also wenn man eine Historie sehen will, also zum Beispiel, wie sah es vor 2 Wochen aus? Ja. Oder wie sah es zu diesem Zeitpunkt aus? Dann müsste man doch eigentlich keine Tabelle erstellen, sondern nur einen Query haben will. Mit meinem Valid Formula Tool? Ja, klar, da braucht man nur einen Query. Nee, was er ja wollte, ist, das nicht in der Datenbank speichern, sondern einen Log aller SQL-Queries und das daraus konstruieren. Ach so. Ah, okay, ja. Das geht schon auch, ja. Das macht MySQL, schreibt ja diese Winlogs, damit kann man so Dinge schon machen. Will man aber nicht. Vor allem nicht zur Laufzeit. Dann wird das dann auch aufgeräumt, vermutlich, diese Binärlogs. Ja, das ist ja auch das, was ich sagte. Also das ist ja auch das, was Oracle macht. Also die sagen halt, okay, wir haben dieses Feature, weil wir die Sachen eh loggen. Wahrscheinlich tun die genau das mit diesen
zeigt mir das Query also auf, die gehen halt im Log zurück. Die diese ganzen Enterprise-Datenbanken, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Postgres das kann, die haben so Features eh, weil du zum Beispiel während du ein Backup machst, deine Daten nicht verändern möchtest, sondern quasi, wenn dann Sachen reinkommen, die in so einen Puffer laufen lassen möchtest und dann erst wieder deine echte Datenbank schreibst, wenn das Backup fertig ist, damit du ein konsistentes Backup hast. Und es ist Snapshots. Genau. Ich weiß nicht, ob PostgreSQL das kann, MySQL kann es nicht. Also kann es mit ganz viel Aufwand und jeglichem Voodoo. Was macht MySQL denn? Das MySQL dann das. Ja, das ist halt inkonsistent, wenn du Pech hast. Schade. Ja. Ich schaffe halt nichts, was auf Konsistenz abkommt. Oder du bist in MySQL. Also ich mir wäre nicht bekannt, dass MySQL dann Snapshots kann. Aber Postgres könnte sogar sein. Postgres kann das, glaube ich. Postgres kann alles prinzipiell. Ja. Okay. Es ist Postgres. Was? Es ist Postgres, kann alles. Na gut, dann danke für eure Aufmerksamkeit.